Schafft es mein Seelenpartner mit über 50, über 60 oder auch über 70 oder über 80 verheiratet? Schafft es überhaupt, sich für mich als Seelenpartner oder Seelenpartnerin zu entscheiden? Sich für die Seelenpartnerschaft zu öffnen und vorher sogar für den Seelenpartner-Dualseelenprozess, sprich, haben wir überhaupt im fortgeschrittenen Alter eine Chance, noch in diesem Leben zusammenzukommen? Mega spannende Frage und ich freue mich ganz besonders, diese heute in diesem Soul Talk mit meiner Seele Easy zu beantworten. Ja, moin Magic Soul, wir sind's Annette und Easy, heute mal live aus Hamburg, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, starten wir doch direkt mal mit der Frage zum Alter. Du sag mal Easy, spielt das Alter bei Seelenpartnern überhaupt eine Rolle beim Zusammenkommen? Nicht wirklich eine Rolle. Dennoch ist es so, dass jetzt gerade im fortgeschrittenen Alter viel mehr Seelenpartner zusammenkommen. Das ist ja das Spannende daran, weil wir in eine neue Zeit gestartet sind. Und das bedeutet, dass das Alte, die alte Welt erstmal losgelassen werden muss. Mit seinen ganzen Limitierungen, auch was Liebe angeht und was Partnerschaft angeht. Dieses alte Beziehungsmodell, wo wir ja schon oft drüber gesprochen haben, dass das endlich losgelassen wird, um sich zu öffnen für das Neue. Und wer kann das am besten? Ihr, die schon länger auf dieser Welt seid, weil ihr die alte Welt kennt. Um diese bewusst verabschieden zu können, diese loszulassen, um sich für das Neue zu öffnen, für diese neue, wahrhaftige Liebe, die jetzt gelebt werden soll. Natürlich fällt es euch nicht ganz so einfach, weil ihr ja noch mit dem einen Bein in der alten Welt seid sozusagen und mit dem anderen Bein in der neuen. Das ist natürlich eine ganz schöne Gerätsche, die ihr da letztendlich für euch jetzt vornehmt und die ihr da gerade erlebt. Und dass euer Mindset natürlich da auch eine Gerätsche, ein Stretching braucht sozusagen, um sich darauf auch einzulassen, was vielleicht Jüngere schneller könnten. Aber das passiert auch in eurem Mindset, in eurem Hirn sozusagen, dass ihr für euch da diese Limitierung gesetzt habt und für euch einfach sagt, wenn man jünger ist, ist es einfacher zusammenzukommen, als wenn man älter ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade im Alter ihr euch euer Nest gebaut habt, ihr Familien gegründet habt, ihr Kinder bekommen habt und das jetzt einfach so aufzulösen und einfach so loszulassen und hinter einem zu lassen, das ist natürlich nicht so einfach, weil dort ja auch, sage ich mal, Menschen verletzt werden und das einfach auch eine neue Art und Weise gilt, eben damit umzugehen, wo es einfach nochmal darum geht, dass natürlich wohl zu überdenken, auch wohl zu durchfühlen, um das Ganze noch mal etwas größer und tiefsinniger noch mal darzustellen. Das ist ganz klar. Aber Alter findet auch in euren Köpfen statt. Das heißt, was habt ihr für euch für Vorstellung, was im Alter sein darf und was nicht? Was hat euch eure Gesellschaft vorgelebt? Was habt ihr angenommen und welche Story erzählt ihr euch tagtäglich, was Alter bedeutet? Für viele ist Alter, dass das Leben schwerer wird und alles behäbiger und dass es alles nicht so einfach wird. Dementsprechend wird es natürlich auch sein, aber guckt euch doch an, mit 50, mit 60, mit 70, wie jung ihr seid. Es geht doch darum, wie jung ihr euch fühlt. Und wenn ihr verliebt seid, habt ihr euch noch nie um das Alter geschert, da seid ihr verliebt, da vergesst ihr Raum und Zeit und Alter ist doch völlig wurscht in dem Moment. Darum, in der Liebe gab es noch nie eine Altersbegrenzung, weil Liebe ist unabhängig, Liebe ist frei und ist auch altersfrei. Liebe passiert und Liebe ist da. Und wie schön ist das, wenn man auch im hohen Alter dort seine wahre Liebe trifft, um sie dann noch zu leben, um eben mit diesem Seelenpartner auch bis ans Ende des Lebens zu gehen und diese wahrhaftige Liebe zu leben. Dennoch ist es so, dass sich auch Seelenpartner schon in jüngeren Jahren getroffen haben. Aber das Problem ist, dass damals die Zeit noch nicht da war, weil, wie gesagt, wir uns jetzt von der alten Welt in die neue Welt befinden. Das ist die größte Transformation der Geschichte, die es überhaupt je gab, wo Altes losgelassen wird, alte Glaubenssätze, alte Regeln, sondern es wird sich alles neu ordnen und neu öffnen, was ihr jetzt auch schon mitbekommen habt, wo völlig neue Systeme entstehen und viel mehr Freiheit da ist und ein Portal geschaffen wird, wo ihr euch entwickeln könnt, weil alles jetzt darauf hindeutet oder jetzt der Weg geschaffen wird, dass ihr den Weg zu euch findet, was ja auch bei einer Seelenpartnerschaft da ist. Und so
mussten wir uns leider, wenn wir uns schon in den frühen Jahren getroffen haben, oft erst mal wieder trennen, um diese Reife überhaupt zu bekommen. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, manchmal galt es eben noch andere Aufträge zu erfüllen, bevor eben diese Seelenpartner zusammenkommen. Ja, was ich auch ganz cool finde, ist, dass jetzt ja auch schon in den jüngeren Jahren Seelenpartner zusammenkommen. Also ich merke das ja auch bei meinen Kunden, die auch jünger werden und ihren Seelenpartner jetzt treffen oder sich ihren Seelenpartner channeln lassen, weil sie eben schon diese wahrhaftige Liebe von Anfang an sozusagen leben wollen, weil eben dieses Bewusstsein da ist. Und ich finde es auch klasse, dass wir jetzt auch immer mehr geöffnet werden für dieses Bewusstsein, einfach auch viel sensibler mit Energien umzugehen, auch viel sensibler zu fühlen und nicht mehr nur mit unseren Gedanken zu arbeiten, mit unserem Verstand, sondern vielmehr mit unserem Herz, mit unserer Intuition und mit unseren Gefühlen und diese Energie wahrzunehmen. Und ich glaube auch, dass diese Sehnsucht einfach immer mehr wird nach dieser Oneness. Ich meine, diese Sehnsucht habt ihr extra geschaffen, damit wir natürlich auch dem nachgehen und auch bereit sind, letztendlich an uns zu arbeiten und wirklich zu erwachen, weil das ist ja jetzt auch eine Zeit des Erwachens, wo wir, wie gesagt, ganz neu leben dürfen, unser Leben neu überdenken dürfen, wo es jetzt darum geht, was wollen wir denn eigentlich und nicht mehr, was will die Gesellschaft. Und das bedeutet natürlich auch, diese ganzen Tabuthemen einfach mal aufzubrechen und zu sagen, warum sollen wir denn nicht im hohen Alter zusammenkommen? Und wie schön ist das, was du ja gerade schon gesagt hast, Easy, letztendlich dann auch gemeinsam alt zu werden und unseren Lebensabend gemeinsam zu verbringen. Aber nicht so, jetzt sitzen wir nur auf der Couch und jetzt ist eigentlich schon alles vorbei, sondern das Abenteuer wieder neu beginnt. Und das ist das Schöne, was ich ja auch erlebe bei vielen von meinen Kundinnen, die im fortgeschrittenen Alter ihren Seelenpartner treffen, wie verliebt sie wieder sind, wie sie wieder zu Teenies werden. Und ich meine, war doch bei mir genauso. Ich meine, ich war 40. Also Alter spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das finde ich so mega cool, dass Liebe sich da wirklich ein Sonderrecht sozusagen rausnimmt und sagt, ne, da kenne ich keine Tabus, sondern das soll gelebt werden, egal wie alt. Und ich finde eben auch spannend, nochmal diese Wichtigkeit für uns auch zu erkennen, gerade wenn wir älter sind und unseren Seelenpartner in unserem Alter sozusagen jetzt kennenlernen, was das für eine Bedeutung hat und welche Wichtigkeit wir haben, dass wir wirklich uns immer mehr trauen, das auch zu leben, um eben das Alte auch loszulassen, zu verabschieden. Weil wenn du etwas ändern möchtest, musst du dir das bewusst machen. Und das ist das Schöne, wir kennen die alte Zeit. Und möchtest du zurück in die alte Zeit und das alles weiterleben? Also ich nicht. Ich bin so offen und ich freue mich so über diese neue Welt, die gerade entsteht, die wir mitgestalten und wo wir eben auch diese wundervolle und wahrhaftige Liebe leben können. Diese Freiheit. Ich finde es einfach faszinierend und ich finde es toll, dass wir das einläuten dürfen und ich bin da auch mega, mega stolz drauf. Und wie schön, dass wir gerade beide, wir alle hier inkarniert sind, um das zu erleben und ja, diese neue Zeit einzuläuten. Also mega, mega cool. Und Easy, lass uns auch nochmal über das Thema verheiratet sprechen, weil ja im höheren Alter oder im fortgeschrittenen Alter ja viele schon vergeben sind und verheiratet, was natürlich dazu führen kann, dass da natürlich noch mehr Unsicherheiten sind oder dass es da sich einfach noch verzögert in dem Sinne, wie man zusammenkommt, weil da gibt es ja noch einiges zu regeln und das macht ja auch vielen Angst, oder? Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Ganz klar gibt es natürlich diese Seelenaufträge noch aus der alten Welt sozusagen. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, wenn sich jetzt eben eine Seele inkarniert und sich entscheidet für Vater und Mutter, wird das ja alles genau koordiniert und ausgesucht. Und so kann es eben sein, dass der Seelenpartner eben verheiratet ist, eine Familie gegründet hat, weil das eben zu seinem Auftrag gehört hier auf dieser Welt. Eben auch zu seinem Seelenplan. So, nun ist es natürlich etwas herausfordernder, wenn eben jemand vergeben ist, verheiratet ist und vielleicht sogar 30 Jahre verheiratet ist. Und ihr als Menschen seid einfach auch Gewohnheitstiere. Ihr habt für euch diese Nester gebaut, weil ihr noch aus der alten Welt es für euch so erlebt habt, dass ihr eure Sicherheit im Außen aufbauen müsst, sprich in Familie. Das heißt nichts gegen Familie oder Kinder oder sonst was. Nein, es ist was ganz Wundervolles, was ganz Wunderbares. Aber ihr habt da eure Sicherheit gesucht und natürlich gibt auch Familie eine gewisse Sicherheit. Aber
Die Sicherheit muss in euch stattfinden. Und das ist jetzt eben auch die neue Zeit. Das ist ja jetzt alles der Weg zu euch, Seelenpartnerschaft, Seelenaufgabe, alles Mögliche, der Weg zu euch, dass ihr die Sicherheit in euch findet und nicht mehr im Außen. Und darum fällt es euch eben auch so schwer, auf diese Sicherheit sozusagen, die ihr euch ja im Außen aufgebaut habt, euer Nest, loszulassen und euch, sag ich mal, für den Seelenpartner oder eben Seelenpartnerin oder eben die Seelenpartnerschaft zu entscheiden. Und ihr dürft auch nicht vergessen, es ist alles neu, es ist alles anders. Und ihr habt eben so eine Angst vor Veränderung. Und darum kann das eben sein, dass es bei dem einen oder anderen einfach etwas länger dauert. Aber das Schöne ist doch, dass es immer normaler wird. Im Moment ist es noch neu und anders, aber es wird normaler werden und dann wird da gar keiner mehr großartig irgendwie Theater machen sozusagen oder das in Frage stellen, weil es so normal wird. Und das Schöne ist, jeder, der seinen Seelenpartner getroffen hat, weiß, worum es geht. Und wird das auch nicht mehr in Frage stellen, weil da passiert etwas ganz Wundervolles. Wie gesagt, diese Oneness, die man fühlt und diese Sehnsucht ist ja auch da, dass ihr euch sozusagen mit eurer Inner Work auseinandersetzt, dass ihr diese Reife für diese Seelenpartnerschaft letztendlich auch erlangt. Und erinnert euch mal, wie war denn das damals zum Beispiel mit dem Online-Business? Das war für viele nicht greifbar. Das war für viele, nee, das funktioniert nicht. Da war sehr viel Misstrauen. Und jetzt ist es völlig normal geworden. Und das wird genauso auch mit der Seelenpartnerschaft sein, mit dem Seelenpartner. Und es ist ja auch so, dass immer mehr Jüngere, wie gesagt, sich jetzt eben auch treffen als Seelenpartner, um eben auch eine Familie zu gründen, um Kinder zu bekommen, um eben diese wahrhaftige Liebe eben auch schon direkt von vornherein als Familie zu leben. Oh ja, und das finde ich auch mega cool, weil was bedeutet denn das? Stell dir mal vor, du kannst mit deinem Seelenpartner direkt starten, du kannst direkt eine Familie aufbauen. Was für Werte lebst du vor? Diese wahrhaftige Liebe, die Kinder können damit groß werden. Du kannst diese wahrhaftige Liebe leben, weitergeben, dass sich jeder verändern darf. Das ist nicht wie bei den meisten Beziehungsmodellen oder was wir oft auch erlebt haben, wo wir groß geworden sind, wo es viel um Ziehen und Zerren ging und du musst mich glücklich machen und diese ganzen Sachen. Du weißt, habe ich auch drüber gesprochen. Oder auch diese Abhängigkeiten, die einem davor gelebt wurden. Und was bedeutet denn das, wenn du als Kind aufwächst, wo deine Eltern schon Seelenpartner sind, die können dir was ganz anderes beibringen. Die können dir gleich von vornherein signalisieren, hey, du darfst so sein, wie du bist und du darfst genauso auch in eine Partnerschaft gehen und du musst dich nicht verbiegen oder verstellen. Und diese Eigenverantwortung, die man dann ja schon direkt miterleben darf, also ich finde das Wahnsinn. Also ich liebe jetzt schon diese neue Welt, die wir uns erschaffen, welche Freiheiten da sind. Und ich meine, ich stelle mir auch immer vor, je mehr wir, immer wir selbst werden, was für eine Harmonie, was für ein Frieden, was für eine Liebe kann fließen. Wow, mega cool. Und ich finde auch, dass es völlig legitim ist, wenn man eben seinen Seelenpartner trifft, eben verheiratet ist oder vergeben oder eben auch Familie hat, da wirklich sich auch die Zeit zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, um das eben auch alles zu regeln, weil eben dort auch Menschen sind, die verletzt werden können. Aber auch nochmal zu diesem Thema, Easy, weil da passiert ja auch was mega, mega Cooles, oder? Oh ja, weil wir euch ja ein neues Bewusstsein geschenkt haben, was ja immer mehr wachsen und reifen darf, was ja immer mehr erblühen darf. Und zu diesem Bewusstsein gehört eben auch nicht nur diese Sehnsucht nach dieser Oneness mit seinem Seelenpartner zusammen zu sein und diese Sehnsucht nach der Wahrhaftigkeit, wahrhaftig zu leben und auch wirklich sensibel mit Energien umzugehen, sich viel besser zu verstehen, sondern es wird jetzt auch weiter gedacht, viel größer gedacht, auch großzügiger gedacht, weil was bedeutet das denn, wenn du dich für deinen Seelenpartner entscheidest, dass du deinem Ehepartner auch die Chance gibst, seinen Seelenpartner zu treffen und mit ihm diese wahrhaftige Liebe zu leben, dass du ihn praktisch freigibst, deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin, damit auch er oder sie eben diese wahrhaftige Liebe leben können. Ist das nicht faszinierend, was da gerade passiert? Wir haben niemanden außen vor gelassen, sondern alle sind involviert, eben diese Seelenpartnerschaft zu leben. Das heißt, ihr seid alles Seelenpartner.
Der eine trifft den Seelenpartner eher und der andere später, aber letztendlich seid ihr eben auf dieser Welt, um die Seelenpartner zu treffen, denn das ist das Thema jetzt auf dieser Welt, jetzt zu dieser Zeit. Mega, mega cool. Und das finde ich eben auch klasse, was du eben nochmal angesprochen hast, was wir uns auch immer wieder bewusst machen sollten, ist, dass der Ehepartner ja auch einen Seelenpartner hat. Und das merke ich auch immer wieder in Channelings. Wenn da noch diese große Hürde da ist oder diese eigene Blockade, ich kann da in meiner Familie nicht sagen, was mit mir los ist, dass ich mich neu verliebt habe, dass ich meine Seelenpartnerin oder meinen Seelenpartner getroffen habe. Und wenn ich dann zum Beispiel auch für den Ehepartner, die Ehepartnerin, den Seelenpartner, die Seelenpartnerin zuhole, verändert sich alles. Weil Seelenpartner gehören zusammen und es soll zusammengeführt werden, was zusammengehört. Und das finde ich so, so faszinierend, wenn man sich das nochmal bewusst macht. Und letztendlich, Alter, das ist das, was in unserem Kopf passiert. Wir entscheiden ja, ob wir uns alt oder ob wir uns jung fühlen, ob wir Lust haben, uns auf dieses Abenteuer einzulassen. Okay, Easy, lass uns noch mal über die Zeit sprechen, weil viele machen sich einen ganz schönen Zeitdruck. Ne? Kommen wir jetzt noch zusammen? Schaffen wir das jetzt noch in diesem Leben zusammenzukommen? Oh ja, das ist uns schon aufgefallen. Und das Spannende ist, dass bei Seelenpartnern auf einmal das Leben für euch endlich erscheint, was ihr ja so oft vergesst, wenn es darum geht, eure Träume zu leben, dass ihr euch da viel zu wenig Zeit nehmt oder das immer rausschiebt, weil ihr viel zu große Angst habt vor der Veränderung oder was könnte dann passieren dabei, wenn ihr euren Seelenplan lebt, ist es das schönste Leben, was ihr euch nur schenken könnt. Aber auch das wird ja immer mehr werden, auch das wird immer normaler werden. Das heißt, dass der Zeitdruck, den ihr euch macht, oder diese Torschlusspanik, die ihr vielleicht manchmal habt, diese Panik, die ja auch viele überfällt. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, mit ihm zusammenzukommen und schaffen wir es überhaupt in diesem Leben, bringt euch nicht weiter. Warum? Weil da kommt das Gesetz der Anziehung wieder mit ins Spiel. Weil was passiert, wenn ihr euch Druck macht? Seid ihr im Vertrauen oder seid ihr im Misstrauen? Ihr seid im Misstrauen. Das heißt, was zieht ihr an? Viel mehr von dem, was ihr letztendlich gar nicht wollt, weil ihr euch die falschen Fragen stellt. Wo habt ihr euren Fokus? Auf das Negative, was völlig normal ist für euch, weil das habt ihr so gelernt. Aber das dürft ihr jetzt verändern. Richtet doch den Fokus auf das Positive. So, das heißt, welche Fragen stellt ihr euch? Seid da mal ganz ehrlich. Ihr stellt euch die Frage, was, wenn wir es nicht schaffen? Was, wenn er es nicht schafft? Und dann lasst ihr euch blenden von dem, was jetzt gerade im Außen passiert. Er hat es noch nicht geklärt. Er ist immer noch bei seiner Ehefrau. Da, 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 da. Und all diese ganzen Sachen kommen wieder. Also wo ist euer Fokus? Auf das Negative. Und das Gemeine ist, je mehr negative Gedanken, so nenne ich sie jetzt mal, da rumschwirren, desto mehr werden sie. Auch Gesetz der Anziehung. Das, wo dein Fokus ist, das, was du denkst, all das, das ziehst du an und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und ihr befindet euch in der Negativspirale. Darum ändert ganz bewusst, wie ihr denkt. Ändert eure inneren Überzeugungen, ändert euren Fokus. Stellt euch doch lieber die Frage, wie schön, dass er es schaffen wird oder was passiert, wenn er es schafft, was machen wir dann? All diese positiven Fragen, und du wirst merken, ihr öffnet euch dafür und es werden immer mehr positive Fragen kommen, mehr positive Antworten. Und das ist ja das Schöne, dass auch immer sofort Antworten kommen. Es liegt an euch, was ihr fragt und wie ihr fragt. Und damit richtet ihr ja auch euren Fokus aus. Wenn ihr euren Fokus die ganze Zeit darauf ausgerichtet habt, was letztendlich noch nicht ist, dann wird auch nur das passieren. Weil das ist das Gesetz der Frequenz, das ist das Gesetz der Anziehung oder auch der Resonanz. Weil ihr auf der Frequenz dann schwingt, wo das ist, was ihr letztendlich braucht. Wo ihr letztendlich euren Fokus drauf habt. Stellt euch das vor wie im Radio. Ihr müsst die richtige Frequenz einstellen, um eben auch den richtigen Sender zu hören. Oder ihr müsst, wenn ihr eine WhatsApp schreibt, müsst ihr die richtige Nummer wählen, damit diese WhatsApp auch da ankommt. Das heißt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, was wollen wir fokussieren und welche Fragen wollen wir uns stellen? Und lasst euch nicht von diesem Außen irritieren. Ich weiß, ihr seid Menschen, ihr lasst euch gerne irritieren. Oh ja, das tun wir sehr gerne, dass wir gucken, oh, das ist im Außen so und das ist dann für uns Realität. Aber das Schöne ist ja, dass wir uns ja jetzt unsere eigene Realität schaffen können. Ne? Mhm.
Also, wie siehst du die Dinge? Wie möchtest du sie sehen? Wie möchtest du damit umgehen? Weil du entscheidest deine Realität, habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Du hast deine Programmierung, du hast dein Filtersystem. Du entscheidest, wie du die Welt wahrnimmst, wie du die Dinge siehst, ob du sie positiv siehst oder ob du sie negativ siehst. Aber da, wo dein Fokus ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ziehst du an. Und das ist ja das Gemeine, wo viele sagen, oh nee, das finde ich aber doof und dies will ich nicht. Und es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr in ihr Leben, weil da der Fokus ist, weil sie das anziehen, weil alles das, was das Universum liefert, und das Universum liefert immer, das ist ja das Spannende, das geht durch dein Filtersystem und du lässt durch, was da durchkommt. Das heißt, wenn du eine völlig neue Einstellung dir erschaffst, was das Alte angeht mit dem Zusammenkommen, was dein Seelenpartner angeht, ob er das schafft oder nicht, oder eben auch in der Zeit, ob ihr das in diesem Leben noch schafft, das liegt an dir, das liegt an euch. Und das Spannende ist ja, dass du die Veränderung bist, die du dir im Außen wünschst. Alles geschieht durch dich. Und als Seelenpartner, das ist ja das Coole, wir sind ja so dicht miteinander verbunden, es ist ja ein Teil deiner Seele, kannst du so viel verändern, wenn du dich veränderst. Das heißt nicht, dass du da was manipulieren kannst. Nein, Seelenpartner lassen sich nicht manipulieren, aber du kannst in dir ändern. Wenn du deine Einstellung veränderst, dann wird sich die ganze Situation verändern und es wird ihm auch helfen, wenn er noch verheiratet ist, wenn er älter ist, wenn er vielleicht besonders viel Angst hat, und Seelenpartner können Angst machen, die können durch die Mauern durchgucken, da ist auf einmal nichts mehr normal, die bringt völliges Chaos in dein Leben, all diese ganzen Sachen, die neu und die ungewohnt sind, und so wahrhaftig zu lieben, das haben wir vorher noch nicht und das kann eben auch Angst machen. Aber du hilfst deinem Seelenpartner, wenn du in dir stabil bist, wenn du daran glaubst, das ist mega, mega cool. Isi, gibt es da noch etwas, was wir noch mitgeben können, damit es ihnen vielleicht leichter fällt, oder? Klar, gerne. Weil, was tun die meisten von euch, wenn ihr euch in dieser Situation befindet? Ihr hofft. Ihr hofft, ihr habt die Hoffnung, es ist nichts gegen Hoffnung einzuwenden. Hoffnung ist etwas ganz Schönes. Aber was bedeutet Hoffnung? Ihr hofft, dass er es schafft. Ihr hofft, dass ihr in diesem Leben noch zusammenkommt. Aber hoffen bedeutet, sich etwas zu wünschen, aber nicht zu wissen, ob es passiert. Das heißt, der nächste Schritt, den ihr unbedingt einschlagen solltet, ist, vom Hoffen wegzugehen und ins Glauben zu kommen. Weil, wenn ihr glaubt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es passieren wird. Und schau schon mal, wenn du aus dem Hoffen, du hoffst, dass er schafft, jetzt in das Glauben kommst. Du glaubst, dass er schafft. Merkst du schon, was sich energetisch verändert? Es ist eine ganz andere Energie, in der du schwingst. Eine ganz andere Frequenz. Viel höher da, wo die Liebe ist, da, wo die Fülle ist. Und jetzt geh noch einen Schritt weiter. Geh vom Glauben ins Wissen. Und merkst du schon allein, was jetzt energetisch sich verändert bei dir? Weil wenn du etwas weißt, stellst du nichts mehr in Frage, dann ist das klar, dass es passiert. Oh ja, und das ist mega, mega cool. Das mache ich auch so oft in meinen Channelings, dass wir da wirklich die Energie verändern. Und das bringt so einen Unterschied. Ich meine, guck mal, wenn du in einem Restaurant bist, nur mal so als Beispiel, und du hast etwas bestellt, dann weißt du, dass das kommt, auch wenn das jetzt noch nicht da vor dir steht auf deinem Teller. Du weißt, dass es kommt. Und genauso ist es auch mit dem Seelenpartner. Geh in das Wissen rein, es kommt. Ich meine, die Seelen sind on a mission. Die tun alles dafür, dass ihr zusammenkommt. Und ihr selbst habt so eine Macht, dort eben auch mitzuhelfen, dass es eben auch schneller geht. Aber verabschiedet euch von dieser Angst. Oh, schaffen wir das, von dieser Panik, von diesem Druck. Haben wir gerade drüber gesprochen, weil dann wird es schlimmer und das verzögert nur euren ganzen Prozess. Sondern lasst euch ein, macht eure Hausaufgaben. Und wenn du mehr machst als dein Seelenpartner, dann ist das völlig okay. Weil wenn der eine Seelenpartner damit anfängt, schafft er unheimlich viel Raum auch für den anderen und gibt dem anderen auch ganz, ganz, ganz viel Mut. Das ist ja das Tolle dran, weil wir so miteinander verbunden sind. Und denk öfter mal an die Situation im Restaurant, weil da wirst du nicht sitzen, oh, hoffentlich bringt er das, kommt das wirklich, schafft er das, wo ich hier jetzt noch sitze in diesem Restaurant, dass ich mein Essen bekomme. Das ist völlig klar, dass du das bekommst. Und genauso kannst du das anwenden bei deinem Seelenpartner. Das ist ja das Spannende dabei.
Also, um das nochmal zusammenzufassen, ganz, ganz wichtig ist, dass du für dich einfach mal dir bewusst machst, wie denke ich eigentlich, was sind meine inneren Überzeugungen über das Alter, über die Zeit, über den Seelenpartner, ob wir zusammenkommen oder nicht. Dass du da mal aufräumst und dass du dir neue Gedanken und neue Überzeugungen, neue Glaubenssätze schenkst. Dann eben auch zu gucken, wo ist da denn mein Fokus? Weil das resultiert ja von deiner Programmierung, von deinem Filtersystem, wo dein Fokus ist. Fokussiere ich mich die ganze Zeit darauf, dass er das nicht schafft, dass wir nicht zusammenkommen oder dass er das nicht klärt oder dass er nicht sich trennen kann und aus seiner Familie sozusagen rausgeht, um mit mir zusammen zu sein. Wo ist dein Fokus? Was denkst du? Kannst du das verändern? Natürlich kannst du das, aber hast du auch Lust, es zu verändern auf das Positive, so dass immer mehr das Positive auch in dein Leben kommen kann, dass du auch immer mehr daran glaubst, vom Hoffen ins Glauben zu kommen, um dann ins Wissen zu gehen. Zu wissen, logisch schafft der das. Das ist doch klar. Ich meine, wir sind hier und die Zeit ist jetzt da und unsere Seelen sind on a mission und wir werden das schaffen. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und manchmal dauert das ein bisschen länger und manchmal geht es auch schneller. Da ist ja jeder unterschiedlich und die Situationen sind ja auch alle unterschiedlich. Und dass die nicht immer ideal sind, sozusagen, das wissen wir nun alle, die im fortgeschrittenen Alter sozusagen ihren Seelenpartner getroffen haben. Da gibt es eben einiges zu klären. Aber auch dieses neue Bewusstsein für sich anzunehmen und auch das immer mehr zu nutzen und zu sagen, hey, das finde ich nämlich auch cool, hey, wenn ich mich dafür entscheide, mit meinem Seelenpartner zusammen zu sein, dann kann das mein Ehepartner ja sozusagen auch. Und ich kann meinen Kindern dann auch schon etwas ganz, ganz Wertvolles mitgeben, dass man sich entscheiden darf für sein Glück und für die Liebe und ihnen dann natürlich auch einen unheimlichen Wert mitgeben. Und natürlich ganz klar haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass es dann eben auch darum geht, das wirklich auch in Liebe und wirklich auch bewusst zu verändern, wenn man eben noch in einer Familie steckt oder eben auch in einer Partnerschaft oder verheiratet ist. Das ist ganz, ganz klar. So. Und ganz klar, bei dem einen geht es schneller und bei dem anderen dauert das ein bisschen länger, je nachdem, was wir auch erlebt haben, wo unsere Blockaden und wo unsere Ängste sind, wo unsere Wunden sind. Aber das Schöne ist ja, dass eben jetzt das Tor geöffnet wurde für die Seelenpartner und dass dieses Thema Seelenpartner immer populärer wird. Das ist also, jetzt dürfen ja viele noch gar nicht drüber sprechen. Und manchmal habe ich in meinen Sessions, wenn wir ein Channeling machen, das erste Mal, dass zum Beispiel auch die Frauen da drüber sprechen, weil er eben verheiratet ist. Und das Schöne ist, dass das jetzt normaler wird, dass es immer mehr Menschen erwischt sozusagen und wir immer mehr drüber reden, so dass wir da eben keine Angst mehr haben müssen, dass es kein Tabuthema ist. Und ich finde eben auch cool, für sich zu entscheiden, zu sagen, hey, ich bin so alt, wie ich mich fühle oder so jung, wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Und darum schreib doch mal in die Kommentare. Schreib doch mal in die Kommentare, für was du dich entscheidest, für welchen neuen Gedanken, ob du oder auch wo stehst du? Bist du noch in der Hoffnung oder glaubst du schon oder bist du schon im Wissen oder wofür entscheidest du dich neu? Das finde ich mega, mega spannend. Schreib das doch mal in die Kommentare, dass wir uns da auch gegenseitig feiern können, gegenseitig unterstützen können und dass du eben auch weißt, du bist nicht allein, sondern da sind eben ganz, ganz viele andere, denen es eben auch so geht. Und wie gesagt, hab keine Angst vor dem Alter und hab keine Angst vor der Zeit, es in diesem Leben noch zu schaffen, mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen. Wie gesagt, du entscheidest, welche Veränderung du dir wünschst. Und das passiert in dir. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Schau von Now. We love you, du bist Magic. Deine Annette und Easy.